Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, was wir dieses Mal machen, sind die Wildcards. Die sind mehr oder weniger berühmt, sogar schon fast, und werden eigentlich recht gerne benutzt. Und warum, zeige ich euch jetzt gleich mal an einem Beispiel. Es geht bei Wildcards um anonyme Typparameter. Das heißt, wir hatten bisher hier immer ein spezifisches x, das entweder ein Super ist oder ein Subtyp von Super. Also ein Sub in unserem Fall, das ja von Super erbt, falls ihr gleich neu eingeschaltet habt. Ja, und das war natürlich ein Problem, denn man konnte dieses x richtig ansprechen und dadurch entstehen folgende Fehler. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel in einer Methode, die ich mir jetzt gerade mal kurz selber schreibe, public void, keine Ahnung, f, einfach nur weil foo schon weg ist, ich verlange hier drin zum Beispiel ein Gen vom Typ super. Und nenne das ganze Ding einfach mal G für Gen. Ja, dann kann ich hier natürlich die ganzen Sachen machen, die ich hiermit auch machen kann. Ich kann zum Beispiel diese foo-foo-Methode aufrufen. Foo-foo. So. Ja, jetzt kann ich aber diese Methode aufrufen. Ich lösche hier mal den Aufruf, den brauchen wir aktuell gerade nicht. Und sage hier, achso, die sollte vielleicht noch static sein, dass wir sie auch direkt aufrufen können. F von New. So, und jetzt können wir hier ein New Gen erstellen. Und dieses New Gen braucht hier natürlich einen Parameter. Also ihr könnt ihn natürlich auch vorher erstellen und dann da reingeben, ist egal. Wir haben hier ein Gen vom Typ Super verlangt. Und wenn wir jetzt tatsächlich einen Subtyp reinstecken, zum Beispiel ein Sub, dann kriegen wir hier ein Problem. Nämlich hier Change Method F Gen Super to F Gen Sub. Naja, im Prinzip ist Sub doch aber ein legitimer Parameter für Gen. Das Problem ist, dass man mit diesem Sub hier ein paar ja, Sachen kriegt, die nicht so ganz gut sind. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mehrere Subtypen von Super habe, also einen Sub 2 vielleicht noch, das erstellen wir uns vielleicht gerade noch, dann wird es deutlich. Sub 2, Extens natürlich Super. Extens Super, so. Und im Prinzip eigentlich gar nichts drin. Dann haben wir hier aber trotzdem diese Bar-Methode von Super 2, die wir hier geerbt haben. Und wir können auf diesem Sub-Container alle Methoden von Sub aufrufen. Aber Sub 2 hat nicht alle Methoden, die Sub auch hat. So, warum darf ich das jetzt hier nicht machen? Warum gibt mir das diesen furchtbaren Fehler? Naja, ich könnte ja in dieser Methode, wo ich hier FuFu aufrufe, könnte ich auch einfach sagen, G. Punkt, und dann Value ist gleich und dann sage ich einfach new sub 2. Das ist ja durchaus okay, weil sub 2 ist ja auch ein Super und ich habe hier ein Super verlangt. So, das Problem ist jetzt aber, dass ich hier mein Value in meinem Gen sub ein Sub brauche, also wirklich ein Sub brauche, denn ich könnte hier unten einfach mit demselben Gen, wenn ich das jetzt hier auslagern würde, könnte ich ja schreiben, zum Beispiel Gen Sub G gleich, sondern dann weise ich den hier erstmal zu, so wie wir es gerade gemacht haben, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen Gen Punkt Bar G Punkt Value Punkt Bar, Entschuldigung, G Punkt Value Punkt Bar, denn Sub definiert ja hier eine Bar-Methode und erbt auch von Super. So, und jetzt stecke ich aber mein G hier rein. Und dieses Super, das ist völlig okay, das ist ja immer noch ein Subtyp von Super. Aber ich weise hier mein g.value gleich new sub 2 zu, was auch okay ist, denn mein sub 2 ist ja auch ein Super. So, das Problem ist jetzt aber, wenn ich das hier wieder, wenn ich hier jetzt den Wert zum Beispiel wieder zurückgebe, zum Beispiel hier ein gen super wieder zurückgebe oder hier weiter darauf arbeiten möchte. Dann habe ich natürlich hier kein Gen Sub mehr zur Verfügung, denn dieses Value ist ja jetzt ein Sub 2 und ich kann die Bar-Methode nicht mehr aufrufen und das ist natürlich ungünstig für mich. So, jetzt habt ihr vielleicht verstanden, warum man überhaupt Wildcards braucht. Ja, jetzt zeige ich euch, was Wildcards sind und wie man sie tatsächlich benutzt. Gut, also fangen wir mal an. Eine Wildcard packen wir hier zum Beispiel mal hier rein. Wir geben hier in unserem Public Static Void F kein Gen Super mehr an, sondern wir sagen einfach, okay, wir wollen jetzt hier ein Fragezeichen haben. Zum Beispiel Fragezeichen
Extends, das muss man jetzt immer angeben, damit man überhaupt irgendwas zur Hand hat. Wenn man es nicht angibt, dann ist es ein Object und das wäre dann irgendwie ein bisschen witzlos. Ein Gen-Extends und dann nehmen wir hier zum Beispiel die Klasse Super. So, das ist okay. Jetzt darf ich das hier auch machen. Jetzt kann ich sagen, f von g ist, also es ist ja durchaus legitim, dass ich hier dieses Gen mit Sub instanziere. Nur, dass ich dann halt hier die Typen ändere innen drin, das war nicht okay. Und deswegen sagt man, wenn man Extends hat, dann kann man hier davon ausgehen, dass es tatsächlich ein Super ist. Das bedeutet, ich kann alles rausholen. Das heißt, ich könnte jetzt hier mir ein Super S erstellen und könnte dann, weil ich ja weiß, dass G ein, Super, ein Gen von, mit Super ist, also könnte ich sagen g.value. Ihr seht, da war irgendwas Kompliziertes hinten dran. Ich kann es gerade nochmal kurz aufmachen. G.value, capture auf Fragezeichen, extend super, gen, capture, bla bla bla. Das interessiert uns nicht wirklich. Das ist das, was ich euch eigentlich gerade erklären möchte. Wir wissen, dass dieses Ding, was wir hier reingesteckt haben, ein Super ist. Wir wissen aber nicht den exakten Typ. Davor war es wirklich der exakte Typ Super. Und deswegen war es dann etwas komplizierter. So, wenn ich jetzt das hier reinstecke, dann kann ich lesen. Ich kann aber hier nicht einfach schreiben g.value gleich s. Das darf ich nicht. Denn ich darf einfach komplett gar nicht mehr schreiben, wenn ich hier mit Wildcards arbeite und extend super reinschreibe, dann darf ich nur noch lesen. Ich darf den Wert rüberspeichern in irgendwas anderes und dann weiß ich, dass es den Typ hier hat, wenn ich extends genommen habe. Also extend super, dann weiß ich, dass der value da drin oder das, was halt generisch ist, dann weiß ich, dass das von Typ super ist. Aber ich darf es nicht schreiben. Also ich darf kein g.value gleich s schreiben. Oder generell new super, was auch immer. Darf ich nicht machen. So, jetzt gibt es aber auch noch die andere Richtung. Dass ich nicht lesen darf, aber dafür schreiben darf. Und die kann ich anstellen mit dem Schlüsselwort super. Das bedeutet, wir haben die untere Klasse angegeben. Also wir sagen, ich habe jetzt hier einfach mal sub eingetragen, damit wir hier oben die Funktion aufrufen können. Das wäre dann übrigens, wenn ich hier super stehen habe, der Fall, den wir vorhin hatten. Wir dürfen f nicht mit g aufrufen, weil wir hier eben ein sub haben. So, wenn ich jetzt hier allerdings ein sub reinschreibe, dann dürfen wir die Funktion aufrufen und wir dürfen schreiben. Das bedeutet, wir dürfen hier alles reinschreiben, was ein sub ist. Also wir dürfen hier zum Beispiel sagen, okay, wir hätten hier gerne als g.value ein new sub. Das geht, das ist auch völlig legitim. Allerdings darf ich dann, also hier super s gleich g.value darf ich immer noch machen, weil die Typen 1 zu 1 übereinstimmen. Und hier kann ich ein new sub schreiben. So, das Witzige ist jetzt natürlich, wir dürfen hier kein new sub 2 mehr schreiben, weil wir wissen, dass sub 2 kein sub ist. Das heißt, wir können auch sagen, dass die nicht unbedingt in einer Vererbungsbeziehung stehen und deswegen geht es nicht. Auch super darf ich hier nicht mehr setzen. Denn ein Super wäre hier für den Gentyp nicht, also Gen-Sub akzeptiert ja kein Super. Das heißt, es wäre ein Fehler gewesen, wenn ich vorhin hier, als wir noch ohne Wildcards gearbeitet haben, hier ein Super, dann wäre das natürlich sehr okay gewesen. Aber wenn ich jetzt hier ein Super reinschreibe in G.Value und hier diese unten drunter, diese G.Value-Bar aufrufe, dann habe ich natürlich ein Problem, weil super definiert mir keine Bar-Methode. Und hier müsste ich allerdings, ja, hier schreibe ich ein super rein, weil ich das ja darf, das ist ja ein Gen super. Und ja, das wäre dann noch das zweite Problem. Wenn ich jetzt hier schreibe, Fragezeichen super sub, dann darf ich das nicht mehr, logischerweise. Das soll ja genau diesen Fehler beheben. Und darf hier nur noch ein sub zuweisen, maximal. Das heißt, wir wissen genau, was man reinschreiben darf und was nicht. Auch wenn ich jetzt hier ein Super reinschreibe, dann darf ich hier tatsächlich New Super darf ich aufrufen, aber ich darf keinen New Sub reinstecken. Oder doch? Achso, ja, natürlich. Ich darf alle Unterklassen reinstecken, denn es sind ja tatsächlich auch dieselben dieselben Objekte, also jedes Sub ist auch tatsächlich ein Super. Das Problem ist natürlich, dass wir hier dann dieses F nicht mehr aufrufen dürfen mit G, weil Gen von Sub ist kein Gen von Super. Das heißt, man darf hier tatsächlich nur mit einem Gen von Super aufrufen. So,
Wenn ich jetzt hier allerdings ein Gen von Sub reinschreibe und das hier mal rausmache, das brauchen wir jetzt nämlich gerade nicht mehr. So, dann sehen wir, dass wir hier ein Gen von Super durchaus noch reinstecken dürfen, weil Super ist eine Oberklasse von Sub. Das bedeutet, wir dürfen von außen mit Oberklassen aufrufen und hier innen dürfen wir tatsächlich dann nur die Unterklassen reinstecken. Also wir dürfen hier logischerweise alle Unterklassen reinstecken in dieses G. Wir dürfen einen Super reinstecken, wir dürfen einen Sub reinstecken, wir dürfen aber auch einen Sub 2 reinstecken. Und wir dürfen damit auch dieses F aufrufen. Aber dieses F, da darf ich dann wiederum, da ich hier das Ganze beschränke mit einem Super Sub, da darf ich nur die Unterklassen von Sub reinstecken. Also ich kann natürlich hier auch Super schreiben, dann wäre es aber genau der Typ und das wäre ja langweilig. Dann darf ich das logischerweise auch. Ich glaube, ihr versteht so langsam, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, das sind Wildcards. Und im Prinzip habe ich euch jetzt alles gezeigt, was man dazu wissen muss. Es ist relativ kompliziert und man wendet es nur bedingt an. Vor allem muss man aufpassen, dass man dann halt auch wirklich den richtigen Typ hier anspricht. Aber ja, man kann tatsächlich damit ein bisschen mehr erreichen als ohne Wildcards. Genau. Ein Beispiel dafür findet ihr zum Beispiel bei der Collection von Java. Collections.copy könnt ihr euch mal angucken. Die nutzen tatsächlich von Java auch die Wildcards, also intern im Source Code logischerweise. Ja, könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, mal angucken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.